Hallo und willkommen zu Geschichten aus Dark Souls 3. Heute widmen wir uns dem verzerrten König und einstigen Herrscher von Lothric. Die furchtbare Gestalt im Garten des verzerrten Königs war einst der Herrscher über das Reich Lothric. Okairos hat drei bekannte Kinder. Lorian, der älteste und Bezwinger des Dämonenprinzen. Lothric, der die erste Flamme neu entzünden sollte, seine Bestimmung aber nie erfüllte. Und Ocelot, das jüngste Kind, nach dessen Geburt die Königin von Lothric verschwand. Nach der Geburt seines jüngsten Kindes und dem Verschwinden der Königin versuchte Okairos, sein königliches Blut für einen höheren Zweck zu nutzen. Er begab sich in das große Archiv und studierte die Lehren von Sif, dem Bleichdrachen. Er war von Drachen besessen und verlor im Archiv seinen Verstand, als er die Lehren des Bleichdrachen entdeckte. Okairos experimentierte anscheinend an sie selbst und verwandelte sich so zu der Abscheulichkeit, die der Spieler vorfindet. Er zog sich zurück und war nicht mehr in der Lage, sein Königreich zu regieren. Die Leute begannen ihn zu fürchten und beauftragten etliche Assassinen, die den verzerrten König zur Strecke bringen sollten. Doch keiner von ihnen kehrte je zurück. Wenn wir auf Okairos treffen, scheint er ein Kleinkind oder eher ein Baby in der Hand zu halten, sein jüngstes Kind Ocelot. Zu sehen ist jedoch nichts. Durch die vielen Assassinen ist Okairos vorsichtig geworden, und so stuft er auch den Spieler als eine Bedrohung ein, der es auf sein Kind abgesehen hat. Okairos ist wahnsinnig und scheint sich das Kind einzubilden. Wir erfahren nie wirklich, was aus Ocelot geworden ist. Ob das Kind bereits verstorben ist, ob es von seiner Mutter mitgenommen wurde, oder ob es tatsächlich in Okairos Händen liegt. Er sagt in seinem Dialog, dass Ocelot als Kind von Drachen geboren wurde. Womöglich ist es also ein Mischwesen wie Priscilla, das die Möglichkeit hat, sich unsichtbar zu machen. Okairos scheint im Übergang zur Phase 2 des Kampfes sein Kind hochzuheben und anschließend auf den Boden zu schmettern. Während des Kampfes kann der Schrei eines Babys gehört werden. Das Schreien ist besonders in der zweiten Hälfte des Kampfes präsent, so als würde das Kind von den Kontrahenten in Mitleidenschaft gezogen werden. Warum Okairos es plötzlich in Kauf nimmt, dass sein über alles geliebtes Kind Schaden erleidet, erschließt sich mir nicht wirklich. Vielleicht ist Ocelot doch schon verstorben und Okairos wird dies im Laufe des Kampfes bewusst. In einem Dialog erwähnt er, dass Ocelot sich versteckt hat und doch herauskommen sollte, obwohl er sein Kind immer noch in den Armen zu halten scheint. In seinem Wahn hat Okairos eventuell gar nicht realisiert, dass sein Kind bereits verstorben ist und imitiert die Geräusche eines Babys selbst. Da der verzerrte König unberechenbar ist, könnte es auch einfach sein, dass er sein eigenes Kind nicht mehr erkennt, es für einen Feind hält und daraufhin zu Boden schmettert. Sicher ist nur, dass das Geschrei des Kindes verstummt, sobald Okairos vom Unentfachten niedergestreckt wird. Seine Gier nach Macht und Unsterblichkeit hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er verlor alles, sogar seinen geliebten Sohn Ocelot, und so fand der ehemalige Herrscher eines großen Königreichs sein trauriges Ende im Kampf gegen den Unentfachten.